Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu den Grundbegriffen der Algebra. Dieses Video soll dir einen Überblick über den Grundkompetenzbereich AG1 bieten. Bei deiner Vorbereitung auf die Matura ist dieses Video als Vertiefung deines bereits vorhandenen Wissens gedacht. Dein Wissen sollte auf jeden Fall Ausdrücke wie Variable, Term und Ähnliches bereits umfassen. Algebra beschäftigt sich nämlich mit Variablen, mit Termen, mit Kombinationen von Termen, die wir dann Gleichungen, Formeln, Ungleichungen nennen und in der Folge mit der Lösung zum Beispiel von Gleichungen und Ungleichungen. Damit wir aber überhaupt über Variablen und die zugehörigen Terme sprechen können, brauchen wir Elemente, die wir diesen Variablen zuweisen können. Also Definitionsmengen und damit grundsätzlich Zahlenmengen, aus denen wir diese Definitionsmengen bilden können. Die erste Zahlenmenge, die du in deinem Leben kennengelernt hast, ist die Menge der natürlichen Zahlen. Natürlich heißen sie deshalb, weil man sie zum Zählen verwendet. 1, 2, 3, 4 und so weiter sind natürliche Zahlen. Die Menge der natürlichen Zahlen bezeichnen wir mit n. Im Gegensatz zu den echten natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4 zählt in der Mathematik auch die 0 zu den natürlichen Zahlen. Das hat mathematische Gründe, um schlicht und einfach dieses Element noch dazuzunehmen, das beim Addieren keinen Einfluss auf die Zahlen hat. 0 plus 1 ist wieder 1 und diese Zahl braucht man, um die Struktur entsprechend aufbauen zu können. Die Menge der natürlichen Zahlen kann man in einem nächsten Schritt erweitern, indem man auch negative Zahlen dazu nimmt. Minus 1, minus 2, minus 3 und vereinigt mit den bereits vorhandenen natürlichen Zahlen erhalten wir dann die ganzen Zahlen. Die natürlichen Zahlen sind dann eine Teilmenge dieser ganzen Zahlen, die ganzen Zahlen eine Obermenge der natürlichen Zahlen. Zeichnet man die ganzen Zahlen auf einer Zahlengerade ein, so erhält man praktisch lauter Löcher und nur einige wenige Zahleninseln. Es fehlen also auf der Zahlengerade noch sehr viele Zahlen, die wir durch Erweitern der ganzen Zahlen beschreiben können. Der erste Schritt dieser Erweiterung sind die rationalen Zahlen. Rationale Zahlen sind alle Bruchzahlen. Alle Zahlen, die man bilden kann, indem man eine ganze Zahl durch eine natürliche Zahl dividiert, wobei natürlich die Division durch 0 ausgeschlossen werden muss. Diese Bruchzahlen bezeichnet man mit Q. Q abgekürzt für Quotient. Quotient, das Ergebnis einer Division. Wenn man diese rationalen Zahlen als Dezimalzahlen schreibt, die Division also ausführt, erhält man endliche Dezimalzahlen und unendlich periodische Dezimalzahlen. Diese Dezimalzahlen beschreiben die Zahlengerade bereits sehr gut, weil sie dicht liegen auf dieser Zahlengerade. Also zwischen zwei rationalen Zahlen liegen automatisch auch immer unendlich viele weitere rationale Zahlen. Dennoch, wenn man noch genauer hinsieht, kommt man drauf, dass die rationalen Zahlen noch sehr, sehr viele Löcher lassen. Auf der Zahlengerade gibt es deutlich mehr Zahlen als rationale Zahlen. Es fehlen noch die sogenannten irrationalen Zahlen. Irrationale Zahlen sind nun alle Dezimalzahlen, die eben nicht periodisch oder endlich sind, also unendlich viele Nachkommastellen haben, die sich aber nicht in irgendeiner Form, in irgendeinem Schema wiederholen. Wenn wir also die rationalen Zahlen durch alle Zahlen ergänzen, die eben nicht rational sind, also die irrationalen Zahlen, erhalten wir die reellen Zahlen. Und die irrationalen Zahlen, das ist eben nur diese kleine Menge, die wir zusätzlich zu den rationalen Zahlen noch ergänzt haben. Klein sieht sie allerdings nur in dieser Grafik aus. In Wahrheit gibt es viel, viel mehr irrationale Zahlen, als es rationale Zahlen gibt. Und diese Zahlenmenge ist noch immer nicht der Weisheit letzter Schluss. In der Menge der reellen Zahlen
haben wir nämlich noch immer ein Problem. Es gibt Gleichungen, natürliche Gleichungen, die man in dieser Menge noch nicht lösen kann. Gleichungen wie x² ist gleich minus 1. Und auch, um auch diese Gleichungen noch lösbar zu machen, kann man die reellen Zahlen insofern erweitern, dass wir noch imaginäre Zahlen, ausgedachte Wurzeln aus negativen Zahlen hinzufügen und die Kombination aus imaginären Zahlen und reellen Zahlen nennen wir dann komplexe Zahlen. Also der letzte Schritt in der Erweiterung sind dann die komplexen Zahlen. C. Damit haben wir einen Überblick über die Zahlenmengen. Kommen wir nun zum Kern der Algebra selbst. Ausgangspunkt für die Algebra ist die Variable. Die Variable ist etwas relativ Ominöses, für manche auch später noch nicht ganz so Verständliches. In Wahrheit ist eine Variable aber einfach ein Ausdruck, der als Ersatz für konkrete Zahlenwerte steht. Für Elemente aus einer ganzen Menge oder für eine Unbekannte in einer Gleichung. Wir sind es gewohnt, diese Variable mit Buchstaben abzukürzen. X, Y, Z sind übliche Variable. Auch A, B und C werden gerne verwendet. Also Buchstaben am Beginn und Ende des Alphabets sind üblich, aber auch dazwischen kann alles Mögliche vorkommen. Vorsicht! Buchstaben sind nicht die einzige Möglichkeit, wie man Variablen schreiben kann. Man kann natürlich auch andere Symbole verwenden oder man kann Kombinationen aus Buchstaben, Zahlen oder Ähnlichem anwenden. Das heißt, der Buchstabe allein ist noch etwas zu wenig, um eine Variable wirklich zu begreifen. Wenn ich nun Variablen verwende, um damit allgemein Rechnungen auszudrücken, einen Rechenausdruck mit Variablen bilde, erhalte ich einen Term. Ein Term ist einfach nur ein gültiger Rechenausdruck, in dem die Grundrechenarten vorkommen können, in dem viele Variablen vorkommen können, also plus, minus, mal, dividiert, es können Potenzen vorkommen, es können Wurzeln vorkommen, es können beliebige Funktionen vorkommen. Solange ein gültiger Rechenausdruck entsteht, handelt es sich um einen Term. Terme kann man dann kombinieren. Eine Variable und ein Term mit einem Ist-Gleich-Zeichen kombiniert ergibt eine Formel. Eine Formel hat die Form zum Beispiel y ist gleich. Und dann folgt ein Ausdruck, mit dem ich dieses y berechnen kann. Dann nenne ich es Formel. Also etwas wie x mal z. Oder wenn ich die Variablen umbenenne, a ist gleich klein a mal klein b. Die Flächeninhaltsformel eines Rechtecks zum Beispiel. Ich kann aber auch Term und Term kombinieren. Wenn ich Term gleich Term setze, ist das Ergebnis eine Gleichung. Also eine Gleichung besteht schlicht und einfach aus zwei Termen, einer linken Seite, einer rechten Seite und einem Ist-Gleich-Zeichen dazwischen. Verwandt damit sind natürlich Ungleichungen. Der Unterschied zur Ungleichung ist, bei der Ungleichung setze ich statt des Ist-Gleich-Zeichens ein Ungleichheitszeichen. Davon gibt es natürlich mehr. Das kann ein größer sein, das kann ein kleiner sein, das kann eine Kombination aus größer und Ist-Gleich sein, kleiner gleich, aber auch ein normales Ungleich würde natürlich bereits eine Ungleichung ergeben. Also Term ungleich Term ist eine Ungleichung. Was aber beide gemeinsam haben, Gleichung und Ungleichung, ist, dass man in der Regel nach einer Lösung fragt, dieser Gleichung oder Ungleichung. Eine Lösung ist ein Wert für die Variable oder die Variablen, wenn es ein Term in mehreren Variablen ist. Also sind dann Werte für diese Variablen, die, wenn man sie einsetzt, eine wahre Aussage ergeben, die Gleichung also erfüllen. Wichtig ist dabei, dass unsere Variable oder unsere Variablengruppe natürlich nur aus bestimmten vorgegebenen Definitionsmengen stammen dürfen. Und wenn wir einen solchen Wert finden, der eine wahre Aussage ergibt, dann
sprechen wir von einer Lösung. Alle Lösungen gemeinsam ergeben dann die Lösungsmenge der Gleichung oder auch der Ungleichung. Wie kommt man nun von einer Gleichung auf ihre Lösung? Das hängt natürlich von der Komplexität der Gleichung oder der Ungleichung ab. Aber im einfachsten Fall lassen sich durch einfache Umformungsschritte Lösungen finden. Wir sprechen dann von Äquivalenzumformung. Also der Begriff der Äquivalenz spielt eine große Rolle bei Gleichungen. Äquivalenz heißt, wenn ich eine Gleichung umforme, sodass sich die Lösung nicht verändert, dann habe ich eine Äquivalenzumformung vorgenommen und die Gleichung, die dabei entsteht, ist eine äquivalente Gleichung. Klassisches Beispiel. Zum Beispiel 2x plus 3 ist gleich 11. Was sind nun Äquivalenzumformungen? Natürlich Strichrechnungen. Ich kann beliebig reelle Zahlen addieren und subtrahieren von dieser Gleichung. Ich muss es nur auf beiden Seiten gleichzeitig machen, um die Lösung nicht zu verändern und erhalte dann eine dazu äquivalente Gleichung mit derselben Lösung. Auch multiplizieren und dividieren ist fast beliebig möglich. Hier ist eine Division durch 2 natürlich angesagt. Es gibt nur eine ganz entscheidende Ausnahme. Sowohl die Multiplikation mit 0 als auch die Division durch 0 ist nicht erlaubt. Die Division durch 0 ist ohnehin mathematischer Nonsens. Und die Multiplikation mit 0 würde immer eine wahre Aussage ergeben und damit natürlich die Lösung verändern. Wir erhalten hier nun die einfache Gleichung x ist gleich 4. Im Normalfall würden wir von der Lösung der Gleichung sprechen. In Wahrheit ist es aber wiederum eine Gleichung, eine zur ersten äquivalente Gleichung, die so einfach ist, dass wir die Lösung unmittelbar sehen. Es ist jedem klar, wenn wir hier für x 4 einsetzen, ergibt sich die Gleichung 4 ist gleich 4 und damit eine wahre Aussage. Und damit kann man diese vereinfachte Gleichung auch als Lösung verkaufen. Die eigentliche Lösung ist aber der Zahlenwert 4 für die Variable x. Bei komplizierteren Gleichungen muss man natürlich dann auch etwas kompliziertere Umformungen vornehmen. Solange man aber im Bereich von Äquivalenzumformungen bleibt, erhält man korrekte Lösungen. Ich hoffe, dieser kleine Überblick hat dir etwas Wissen wieder ins Gedächtnis zurückgerufen und hilft dir bei deiner Vorbereitung auf die Matura. Ich jedenfalls wünsche dir dabei viel Erfolg.